Spotted you dancing in the club, shaking it, I was checking you out. So sexy, hot as fuck, couldn't take my eyes. Grüß Gott, ich will ein Kaufverhalten-Video machen. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe noch immer kein Heft, wo ich das eintragen kann, so wie beim alten, was ich euch immer gezeigt habe. Es ist mühsam. Jedes Mal, wenn ich aus habe, vergesse ich es. Ich werde es mir aber heute ins Handy schreiben, damit ich morgen, wenn ich früher aus habe, das nicht vergesse. Dann habe ich die Zeit, euch das zusammenzurechnen und euch dann runterzuschreiben wieder in die Infobox. Wenn ich es nicht wieder vergesse, dann haue ich mir eine diesmal in die Fresse. Reimt sich sogar. Außer euch fällt es auf, dann könnt ihr mir ja wieder schreiben. Aber ich muss das alles zuerst zusammenschreiben. Ja, ich werde euch das auch mal zeigen, weil ich war ja auch auf der Comic-Messe. Und da habe ich mir gedacht, ich zeige euch das so. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Fangen wir gleich mal an. Also die Sachen, die ich auf der Comic-Messe gekauft habe, waren eigentlich relativ wenig. Da war ich eh brav. Als allererstes, das musste ich haben. Ich habe nämlich ein zweites, ich weiß leider nicht wo, das muss da irgendwo hinten in den Tüten sein, was ich beim Kasten hängen habe. Aber das fand ich so lustig. Und wenn irgendwann einmal meine Tür neu lackiert wird oder gestrichen wird, hänge ich die zwei Sachen auf. Ich habe ein Schild mit dem hier. Könnt ihr gerne lesen, was da drauf steht. Use the brush. Ich finde das so geil mit Darth Vader. Eigentlich bin ich ja nicht so der Star Wars Freak. Aber ich habe ein zweites auch mit Yoda, wo steht Sit down, you must. Und das fand ich so geil. Und das fand ich auch so geil, dass ich mir das einfach gekauft habe. Ich glaube, ich habe 5 Euro dafür bezahlt. Aber durch das, dass ich dafür keine Rechnung habe, weiß ich es leider nicht mehr so genau. Dann habe ich mir noch zweimal Pocky gekauft. Die musste ich einfach haben, weil die waren auch von der Verpackung her so geil. Einmal hatte ich, beziehungsweise habe ich mir Mango gekauft. Auf das bin ich echt gespannt, wie das schmeckt. Und einmal Banane. Und die hatte ich schon mal. Und die sind lecker. Die sind wirklich lecker. Und als letzter von der Comic-Messe, da steht sogar der Preis noch drauf. Das war auch leider nicht günstig. Das hat 20 Euro kostet, das Ding. Das war aber, also beziehungsweise das ist ein Flaschenöffner im Stil von Sailor Moons Mondstab. Und das fand ich sowas von cool. Das fand ich wirklich sowas von cool, deswegen musste ich das haben. Ich weiß gar nicht, ob ich es verwenden werde, weil ich habe Angst, dass ich das zerkratze. Aber ich fand das Hammer, ich musste das unbedingt haben. Musste leider mit. Abgesehen von der Comic-Messe habe ich mir noch beim Müller, weil mein Freund und ich haben so eine Phase von diesen Dingern. Die heißen Kawaii Cubes. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Letztes Mal habe ich von meinem Bruder eine aufs Happel kriegt, beziehungsweise am Hinterkopf, weil ich das falsch ausgesprochen habe. Er kann nämlich ein bisschen Japanisch und gibt damit ziemlich an. Und deswegen hat er mich gleich geschlagen, wie ich das falsch ausgesprochen habe. Es geht um diese süßen Dinger hier. Ich glaube, ich habe euch ja die Harley Quinn oder die Wonder Woman im letzten Video gezeigt. Und das ist die Poison Ivy, die ich unbedingt noch haben wollte. Mein Freund hat jetzt den Joker. Ihr könnt es ja mal hier drinnen sehen. Ich weiß nicht, ob das viele interessieren wird. Mein Freund hat den Joker, den Batman und wen hat er noch? Den Flash hat er auch. Ich habe die Harley Quinn, die Wonder Woman und eben die Poison Ivy. Ich glaube, das ist sie. Ja, das sind sogar nebeneinander, die drei. Und die musste ich unbedingt haben, weil die war sowas von knuffig. Die kommt dann in meine Sammlung zu meinem Bett. Dann war ich ziemlich böse in dem Monat April, jetzt habe ich fast mal gesagt. Und habe mir 2 Parfums gekauft. Ich weiß jetzt nicht, ob beide auch im April waren, ich glaube aber schon. Der war um 15 Euro reduziert. Das ist von Victoria's Secret, The Bombshell. The Bombshell in Blue. Ja, eigentlich wollte ich mir ja keine Parfums mehr kaufen, weil ich eh so viele habe. Aber ich habe mir gedacht, Victoria's Secret um 15 Euro muss ich haben. So sieht er aus. Die Flasche ist wunderschön. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht dran gerochen, wie er riecht. Weil ich ihn noch nicht aufkriege, komischerweise. Warum kriege ich dich nicht auf? Ah, jetzt. Na, wir werden sehen, wie er dann riecht, wenn ich ihn benutze. Weil normalerweise sind so blumige Sachen ja nicht so mein Ding. Aber ja, so viel dazu. Dann habe ich mir gekauft, das war beim Bieber und den Kauf bereue ich ein bisschen. Den Duft liebe ich, keine Frage. Aber den Duft Kauf bereue ich deswegen, weil beim Bieber gab es den um 30 Euro. Das ist der Reveal-Duft von Calvin Klein. Und bei uns ist er jetzt reduziert worden um 24,95 €. Habe ich mir in den Arsch bissen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und so viel ich jetzt gesehen habe, geht auch aus dem Sortiment und deswegen will ich mir noch ein paar Backups kaufen. Ich weiß, klingt behindert, weil ich habe noch so viel Zeug, aber ich liebe den Duft so und ich bin so traurig, dass der aus dem Sortiment geht, weil das war mein Lieblingsduft von Calvin Klein. Abgesehen vom CK2, der Gott sei Dank noch im Sortiment ist. Aber den fand ich so, so gut und ich werde bei uns, bei Müller gibt es Gott sei Dank noch ein paar Stück. Aber da werde ich mir noch ein, zwei Stück kaufen.
nächsten oder übernächsten Monat, weil ich weiß nicht einmal, wo ich die beiden jetzt hingeben soll. Ja, weiter geht's mit Schminkkram. Da habe ich mir auch ein bisschen was geleistet. Beim Bieber eben, wie die 20% waren, habe ich mir mal einen Real Techniques Pinsel geleistet. Für Base steht drauf. So sieht er aus. Ich muss ihn noch waschen und ich bin gespannt, wie der... Eine Freundin hat sich nämlich die ganzen Real Techniques Sachen gekauft und ich wollte dann auch unbedingt haben. Das Set gab es dann aber nicht mehr. Und wie ich die 20% Aktion mitbekommen habe, habe ich mir gedacht, okay, dann nimmst du halt jetzt einen mit. Dann habe ich noch dreimal meinen Astor Lip Liner mir nachgekauft. Das musste natürlich sein. Ja, im April war ich ziemlich böse und im Mai, glaube ich, wird sich das auch nicht verändern. Ich habe mir einen Kajalstift gekauft, weil ich habe den von MAC jetzt vor kurzem aufgebraucht. Und der sieht so aus, das ist von Makeup Factory, die Nummer 16, den Smoky Liner. Ich mag die viel, viel lieber als die anderen Kajalstifte von Makeup Factory und der sieht so aus. Der ist doch echt Hammer, oder? Es gibt davon noch einen blauen, den ich auch noch unbedingt haben will. Er ist ein bisschen dunkler als der, den ich hatte von MAC. Aber er kommt dem sehr ähnlich. Und deswegen habe ich mir den gekauft, weil der von MAC ist leer. Und ich bin froh, dass es jetzt einen Ersatz gibt von Makeup Factory. Da bin ich wirklich froh drüber. Dann habe ich mir Masken noch gekauft. 4 Stück von der Kirsche-Maske. Der bin ich extrem verfallen, weil ich die Himbeer schon so gut fand. Und da noch, ich glaube, 1-2 Backups oder so habe ich noch von der Himbeer. Aber die Kirsche finde ich ja schon generell cool. Und wenn die rausgeht, werde ich mir noch ein paar Backups bunkern. Dann habe ich was von Essence gesehen. Und ich versuche ja, den Limited Editions fern zu bleiben. Ich versuche es. Ich sage nicht, dass ich es schaffe. Und auf einmal habe ich eine Kollektion gesehen, die Celebrate, glaube ich, geheißen hat. Mit sowas. Lasst es auf euch wirken. Ich fand das sowas von cool, mir hat das so gefallen und ich habe mir beide Paletten mitgenommen. Aber ich war brav, ich habe bis jetzt noch keine Lidschatten reingekauft, weil ich ja noch so viele habe. Sind leer. Alle beide. Mal gucken, was ich mir für Sachen kaufe. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich wollte die Paletten unbedingt haben, weil irgendwann werden Lidschatten rauskommen. Und ich wette, dass ich die dann haben will. Also 2 Paletten habe ich schon mal. Weil ich fand das Design so cool, da musste ich einfach 2 haben. Tut mir leid, ist so. Dann habe ich mir 2-mal den Eyeliner-Pinsel gekauft, weil meine so schnell schmutzig werden. Und ich brauche den auch unbedingt, deswegen zeige ich euch den jetzt da. Weil mit 2 komme ich trotzdem nicht aus. Ich glaube, ich werde mir noch einen kaufen müssen. Aber den mag ich sehr gern von Essence, den Eyeliner-Pinsel. Dann habe ich noch, das habe ich nämlich bei uns bei Müller in der Körbchenware entdeckt, Mini-Schokoduschgel mir gekauft. Eigentlich habe ich eh genug Zeug, aber das musste einfach mit. Tja, weil ich ein Freak bin. Sagen wir es, wie es ist. Jetzt habe ich das andere Ding Teil vergessen, aber ich werde es jetzt nicht holen, ich bin dafür zu faul. Dieses Balm in Öl von Biotherm, was ihr im Favoritenvideo gesehen habt, habe ich mir auch noch im April gekauft. Auch von Biotherm habe ich mir das Liquid Glow gekauft. Ja. Habe für die Sachen, wie viel habe ich denn ausgegeben? Über 70 Euro? Ich weiß jetzt nicht mehr genau den Wert, aber über 70 Euro, das sage ich euch jetzt schon, damit euch jetzt schon der Schlag trifft, habe ich für die 4 Sachen ausgegeben. Dann habe ich mir noch die Pepstart Augencreme gekauft für morgens, weil meine Klinik wird bald leer werden. Hoppla, jetzt habe ich sie ins Aufgebraucht geworfen. Und dann habe ich noch die Klinik All About Rich mir gekauft. Obwohl ich eigentlich keine Augencremes braucht hätte. Aber ja, macht ja nichts. Ja, zum Kaufverhalten allgemein kann ich sagen, ich lose wirklich ab. Das einzige Positive war, es hätte eine Limited Edition rauskommen sollen von MAC, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, aber so ein Tropical Design hatte die. Und eigentlich wollte ich da ganz viele Sachen haben, ich bin aber nicht zum MAC gekommen, also bin ich froh darüber, dass ich mir dort nichts kaufen konnte. Sonst hätte ich wahrscheinlich dort übertrieben, weil ich wollte eigentlich den Fixierspray haben von dort, aber ich komme halt nicht zu MAC hin, also glaube ich wird daraus nichts mehr. Was noch? Mai habe ich ja gesagt, ich kaufe mir nichts mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so gut klappt hat. Nein, hat es nicht. Nein, hat es nicht. Es kommt nämlich bald ein Müller und DM Haul. Ich überlege, ob ich das gemeinsam machen soll oder getrennt, aber für getrennte Videos ist das zu wenig. Also ich glaube, ich werde Müller und DM ausnahmsweise zusammentun. Vielleicht, gucken wir mal. Vielleicht beim nächsten DM-Besuch kommt noch was dazu. Mal gucken. Ja. Was kann ich noch sagen? Ich war ja auch böse und habe mir Duschgels von Yves Rocher gekauft. Hätte ich ja auch nicht machen sollen.
Nein, hätte ich nicht. Also ich habe wieder extrem übertrieben und ich glaube, Mai wird auch nicht besser werden, aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, würde ich mal sagen. Es könnte besser sein. Es könnte wirklich besser sein. Ich versuche es auch, aber ich schaffe es einfach nicht, weil es immer irgendwelche Sachen gibt, die ich doch noch haben will. Zum Beispiel wie jetzt mit diesen Biotherm- und Klinik-Sachen, die muss ich einfach haben. Ja, was Cremes und so betrifft, bin ich ein Junkie, aber das wissen wir ja eh schon. Was kann ich noch sagen? Ah ja, und ich habe mir noch eine Reinigungsmilch von Sanssouci gekauft. Die ist aber draußen im Badezimmer, habe ich euch jetzt zeigen vergessen. Und von Swiss Opa habe ich mir wieder das reinigende Shampoo gekauft. Habe ich auch vergessen, euch zu zeigen. Drei Sachen sind's. Dusch. Habe ich vergessen, euch zu zeigen, aber ihr kennt die Sachen. Naja, nicht wirklich. Aber ich kann sie ja im Favoritenvideo das nächste Mal zeigen, weil die sind jetzt schon große Favoriten von mir. Und ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Auf jeden Fall das Wichtigste schreibe ich euch unten in die Infobox rein. Und ja, es gibt gar nicht mehr, das ich noch sagen könnte. Nö. Aber ich will jetzt wirklich versuchen, kein Duschgel mehr zu kaufen. Moment, das hat auch nicht ganz hingehaut. Im Mai kommt ein Duschgel, was ich euch zeigen werde, was ich eigentlich bunkern wollte. Naja, aber dazu dann im Mai-Koffer halt mehr lieber. Ich glaube, sonst sprengt das noch irgendwie alles. Ja, also ich schaffe es, glaube ich, wirklich nicht im Mai wieder nicht zu kaufen. Aber ich versuche, so gut es geht, aufzubrauchen. Ich versuche es wirklich. Und ich versuche auch, so gut es geht, Sachen wegzugeben. Eins ist nämlich kaputt worden. Und ich habe auch vor kurzem ein Ausmist-Video gemacht. Und jetzt sammle ich wieder ein paar Sachen zusammen. Und es ist im Werden, dass ich wenigstens aussortiere. Ja, das war's jetzt. Mir fällt nicht noch ein, was ich euch noch sagen könnte. Und ich werde noch versuchen, dann ein paar Duschgel und so auszumisten. Da wird mir eh mein Herz bluten. Aber ich werde es trotzdem versuchen. Und ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr euch so gekauft habt. Oder ob ihr das gewusst habt, dass ich das eh nicht im Mai noch schaffe. Also, dass ich es auch im Mai nicht schaffe. Ich habe ja jetzt euch schon vorgespoilert, weil ich habe es nicht geschafft, im Mai mir nichts zu kaufen. Aber egal. Ihr könnt mir ja mal gerne schreiben, wie ihr das Ganze findet. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!